Servus zusammen und recht herzlich willkommen. Wir sind wieder auf der Zielonka zu einer Runde Landwirtschaftssimulator 22 und ich heiße euch recht herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres 2023. Jo, noch einmal ein bisschen LS gezockt hier zum Jahresausklang. Ich darf euch allen hier an der Stelle schon mal alles Gute wünschen für das neue Jahr. Kommt in das neue Jahr gut rüber. Alles Gute, Glück und Gesundheit für 2024 wünscht euch der Baden-Farmer. So, ich wünsche mir jetzt hier zum Glück keinen Unfall. So, da kommt noch mehr, denn wir sind hier mit unserem Holmer unterwegs auf, zum Händler. Denn ich konnte die letzten Monate in Anführungszeichen nicht an mir halten. Es gab einige gute, interessante Angebote hier beim Gebrauchthändler und das dürft ihr euch jetzt hier ansehen. Ich habe uns gekauft einen wunderschönen John Deere 6250R mit 300 PS und dem dazugehörigen Gewicht und dann hier diesen Krampe, der über 50.000 Liter fasst und das Ganze mit einem Dolly zunächst einmal ausgestattet, mangelt. Zugmaschine, die wir uns jetzt noch nicht leisten können, denn ich war jetzt schon fast wieder auf Null, nachdem ich die letzten Monate Material verkauft habe. Aber dann kamen diese Angebote und dann musste ich hier nochmal kurz mit meinem Berater, Bankberater sprechen und der hat uns nochmal richtig hier Kohle gegeben, denn wir werden investieren. Ihr seht es hier, ein Schneidwerk für den Holmer und zwar gehen wir jetzt gleich in die Kartoffelernte und das Ziel soll eigentlich sein hier für diese Folge, wir müssen von der anderen Seite kommen, dass wir unsere Kartoffelproduktion bzw. unsere Kartoffelchipproduktion in Angriff nehmen. Das heißt, wir starten jetzt in die Ernte, werden als allererstes Kartoffeln ernten und Sonnenblumenöl, meines Wissens, haben wir ja schon am Start. Und das heißt, das werden wir dann mit den geernteten Kartoffeln dann natürlich, so, das Ganze klappen wir ein. Und das Ganze werden wir natürlich dann mit den geernteten Kartoffeln zur Kartoffelfabrik bringen. Das ist das Ziel für die heutige Folge und deswegen darf die auch ruhig heute ein kleines bisschen länger sein hier zum Jahresabschluss. So, jetzt muss ich aber nochmal schauen. Ne, wir fahren dann so rum. Wir fahren so rum und so sieht man eigentlich gar nichts. Spannend. Ja, das Ganze macht eigentlich nur Sinn, wenn man dann das auf den Schneidwerkwagen hebt. So, das hier vorne ist nicht die Kartoffelfabrik. Das ist meines Wissens die Getreidemühle. Aber die Kartoffelfabrik müsste da hinten sein. So, dann fahren wir jetzt erstmal aufs Feld. Beziehungsweise auf den Feldweg, auf den Wirtschaftsweg. Und schauen mal. Dass wir als allererstes mit der Kartoffelernte starten. Parallel dazu werden wir Raps ernten, weil der ist nämlich auch erntereif. Dann können wir nämlich auch gleich Rapsöl herstellen. Und dann möchte ich euch noch was zeigen, nämlich zum Thema Kartoffelaussaat. Denn ich habe ja das erste Feld mit der Saatmaschine, Kartoffelsaatmaschine aus dem Grimme-Pack angesät. Und dann habe ich mich dann dazu entschlossen zu einem Standard-Saatgerät. Und das Ergebnis könnt ihr jetzt gleich sehen. So. Zack. Wir schalten mal kurz den Motor aus und dann gehen wir mal ein bisschen in die Lüfte. So, ich zeig's euch mal. Also, dieses Feld habe ich angesät mit der Saatmaschine, die wir ja schon hatten. Und zwar aus dem Grimme-Pack. Und ihr seht, es überall sind diese Lücken, weil das Gerät einfach irgendwie, ich weiß nicht, in Schlangenlinien übers Feld fährt. Und dann habe ich das Gerät verkauft, habe mir das Standard-Saatgerät geholt, was natürlich auch deutlich teurer war. Aber hier seht ihr, ja, sauber, ordentlich, einwandfrei. Also, wovon spreche ich eigentlich? Wir gehen mal ganz kurz nochmal in die Kartoffeltechnik. Ich habe jetzt hier ganz normal diesen GL420, der ja 46.000 kostet und nur aussät und keine Düngefunktion hat. Das ist dann halt jetzt ein bisschen der Nachteil. Und wir brauchen 150 PS bei 3 Metern. Das ist, mit dem habe ich das zweite Feld angesät. Und ursprünglich hatten wir mal dieses Teil, was eben nur 60 PS braucht.
1,50 Meter, aber es düngt gleich. Aber ihr seht es ja, das Ergebnis finde ich nicht so zufriedenstellend. Okay, das mal so am Rande. Wir werden also weiterhin dann mit dem anderen Gerät Kartoffeln ansehen, denn Kartoffeln werden wir jetzt sehr viel machen. So, wir müssen den Motor starten. Wir schalten die Lungenpennleuchten aus. Wir klappen das Gerätchen aus. Ja, und dann würde ich doch sagen, beginnen wir. Augenblick. So. Ach so, wir müssen natürlich die Erntemaschine noch rausklappen. Absolutely, that's correct. So, und jetzt geht's los. Mit dem Holmer. So, am Anfang ein bisschen großzügig und wir lassen ihn marschieren. Und springen mal hier zu unserem John Deere. Ganz kurz noch gezeigt, ich habe auch, das gab es auch günstig, für Zuckerrüben bereits auch schon ein Schneidwerk gekauft. Und das habe ich hier so in diesem Weiß gemacht, eben für Zucker. So, wir steigen in den John Deere, weil mit dem Gerätchen werden wir definitiv abtanken den Holmer, weil der hat jetzt genügend Platz. Der hat auf jeden Fall genügend Platz und genügend PS, hoffe ich. So, jetzt sind wir da auch ein bisschen, glaube ich, hängen geblieben. Wir machen die Rundumkennleuchten an. Und fahren damit zum Feld, um eben dann den Kollegen abtanken zu können. Jetzt haben wir also einen adäquaten Abfahrer für unseren Holmer, der ja ein Fassungsvermögen von 60.000 Litern hat. Und dann können wir mit dem kleinen John Deere und mit dem kleinen Anhänger können wir dann schon mal starten, den Raps zu ernten. So, wir werden dann die ersten Kartoffeln dann zur Fabrik bringen. Dann werden wir die Fabrik kaufen. Wir müssen in der Zwischenzeit aber dann auch noch das Öl zur Fabrik bringen. Das habe ich auch schon mal so weit vorbereitet. Und dann gehen wir in die Kartoffelchip-Produktion im Jahr 2023 in Folge 20 auf der Zielonka. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Nee, die nächste geht es rein. Ja, hier kann man ruckzuck sich verfahren. Schauen wir mal, kommt der da rum? Ja, das ist schon ein ganz schönes Gerät. Und da bin ich mal gespannt, wie er mit 300 PS zurechtkommt, wenn das Teil voll ist. Ja, jetzt müsste man ja eigentlich mit so einem Überladewagen arbeiten, weil das Spannende wird jetzt sein, ob der überhaupt da abladen kann oder ob das Ding zu hoch ist. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, wir können die Rundumkennleuchten nochmal ausschalten. Dann schauen wir mal, wie voll der Holmer ist. Ja, 20.000, okay. Das heißt, wir können hier schon mal den Topliner an den Start bringen. Packen das Schneidwerk dran. Und dann geht's damit zum Rapsfeld. So, mal kurz ausgeklappt. Okay, und los geht's. Und ein Karottenfeld, beziehungsweise das Karottenfeld. So, jetzt wird er gleich springen. Ja, ja, das müssen wir dann auch mal bei Gelegenheit ein bisschen angleichen. So, ein Karottenfeld und ein Rote Beetefeld ist auch fertig. Die Kartoffelsuppenproduktion ist mittlerweile stillgelegt, weil kein Material mehr ist. Aber wir haben noch ein paar Karöttchen in der Dosenfabrik. Aber wir müssen schon ganz schön nachladen. Auf jeden Fall, wenn die Lagerbestände voll sind zu 100%, dann reicht es für so ziemlich genau ein Jahr, um zu produzieren. Okay. So, dann fahren wir hier noch in Vorgewende. Ja, das wird jetzt gar nicht so einfach mit dem Zaun. Z.
Sehr schön, ja. Dann ist ja wieder richtig was los hier auf der Zilonka. Da haben wir wieder Action. Da drüben der Holmer, unser neuer John Deere. Und der Deutz, der Toplider, ist auch unterwegs. Und dann werden wir auch gleich unseren IT-Runner an den Start bringen, weil der soll auf jeden Fall schon mal das Öl zur Kartoffelchip-Fabrik bringen, zur Kartoffelfabrik. So, den können wir jetzt auch laufen lassen. Dann schauen wir mal, wo ist denn zum... Wie viel hat er jetzt? 37, okay. So, hier ist der andere Johnny. Den bringen wir dann auch schon mal zum Feld. Ich hatte ja geliebäugelt, eventuell hier noch ein zweites Gespann zu holen, eben zum Abfahren und Tanken, abtanken, weil ja, so wie es aussieht, der Johnny hier relativ gut zurechtkommt, was die, was eben die Wegfindung angeht. Sehr schön. Dann springen wir mal zum Holmer wieder zurück, beziehungsweise, lasst mich mal schauen. Doch, den werden wir dann abtanken. So, ihn hier können wir jetzt auch schon mal ein kleines bisschen vorfahren Richtung Fabrik. So, stoppele, stoppele, stoppele. Nee, da ist es egal. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn wir das Rohr ausfahren, beziehungsweise ob wir beim Abtanken da überhaupt hinkommen. Ah, es müsste doch gehen, oder? Na, also, sehr schön. Oh, 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 das geht aber zügig. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir hier ganz schnell ein Vorgewende. Und der Drescher, ja, der Drescher fährt auch ein bisschen merkwürdig. Okay. So. Dann machen wir jetzt Folgendes. Den lassen wir jetzt von der Seite den Rest des Feldes bearbeiten. Sehr schön. So, wo ist er? Ah, jetzt wollte ich hier mal ganz kurz gucken, aber ich glaube, er kommt zurecht, obwohl er jetzt rückwärts gefahren ist. Naja, wird schon funktionieren. Wir starten den John Deere und schauen, dass wir jetzt zur Zuckerfabrik, Quatsch, zur Zuckerfabrik, zur Kartoffelfabrik kommen. Hier, 47.000 und die zieht er. Aber mit Mühe und Not... 47.000 zu 80% voll. Und dann bin ich ja mal gespannt, in welchem Verhältnis wir hier Kartoffelchips produzieren können. Das heißt, Sonnenblumenöl zu Kartoffeln. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass das sehr lukrativ wird. So, jetzt muss ich hier mal kurz die Karte einblenden. Ja, ich glaube, wir fahren rechts rum. Ja, da kommt er gerade so rum. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. So, dann haben wir ja jetzt eine Kartoffelproduktion. Wir haben eine Konservenproduktion. Wir haben eine Suppenproduktion jetzt am Start. Also hier tut sich doch einiges in Zilonka. Und nächsten Monat, spätestens übernächsten Monat, nee, schon nächsten Monat, denke ich, müssten auch die Sonnenblumen reif sein. Dann können wir also auch wieder in die Produktion gehen für unsere Sonnenblumen. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie wir denn am geschicktesten und am schnellsten zur Kartoffelfabrik kommen. Dazu schauen wir mal schnell in die Karte. Okay, okay, okay. Das hier müsste doch sein, oder? Nee, das ist die Getreidemühle. Stimmt, wir stehen hier. Das ist die Getreidemühle. Und wenn wir die Straße runterfahren, dann kommen wir zur Kartoffelverarbeitungsanlage. Sehr gut. Das heißt, wir schmeißen die Rundkennleuchten an. Links ist soweit frei, rechts ist soweit frei. Dann fahren wir mal links runter.
Huch. Ja, das war der Bordstein. Und da müssen wir dann wirklich schauen, dass wir uns, glaube ich, dann doch demnächst eine Zugmaschine holen. Aber es geht mit dem Johnny. So, der ist jetzt aber auch schon die höchste Motorisierung. So, dele, wo geht's rein? Ist da noch eine Brücke? Ja, da ist noch eine Brücke. Da erst nach der Brücke geht's rein. Hier müssten wir, glaube ich, richtig sein. Ja, ich glaube, hinterm Gebäude, da werden wir unsere Kartoffeln abladen können. Aber zuvor müssen wir das Ganze erstmal kaufen. Und dann gehen wir hier in die nächste Produktion. Und dann werden wir langsam vom Bauern, vom Landwirt zum Logistiker. So, dann schauen wir mal, wo können wir das Ganze kaufen? Hier können wir das Ganze kaufen. Ich glaube 120. Jo, das sollte reichen. Und da ist es auch schon gekauft. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, beziehungsweise wir können natürlich auch hier, zack. So, also Kartoffelchips, Kartoffelchips, Kartoffelchips. Ah, natürlich mit den verschiedenen Ölen. Ne? Einmal mit Sonnenblumenöl, einmal mit Rapsöl, mit Olivenöl. Ach, das ist interessant. Also Olivenöl braucht man etwas weniger. Okay, Sonnenblumen. 100 Kartoffeln, 5 Teile Olivenöl macht 30 Chips. Hm, und was bringen uns die Chips? Wir schauen mal ganz kurz hier in den Verkauf. Wo sind die Chips? Wo sind die Chips? Die Chips sind, glaube ich, hier. Kartoffelchips. Okay, im November ist der beste Zeitraum. 2867. Erlengrad 3126. Okay. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie lukrativ das Ganze am Ende wird. Wir kippen jetzt erstmal unsere Chips ab. Nicht die Chips, die zukünftigen Chips, die ja noch als Kartoffel daherkommen. So, was passt denn hier rein? Ja, okay, da passt schon einiges rein. Okay. Ja, da können wir hier direkt rausfahren. So, jetzt muss ich mal gucken, wie der hier, was der für einen Wendekreis hat. Okay. Sehr schön. So. Dann fahren wir erstmal zurück zum Feld, denn ich denke, er ist dann fertig, der Holmer. Dann können wir ihn abtanken und bereits umrüsten auf Rüben, damit wir dann eben die Rüben abernten können, die bei uns am Hof sind. Huch. Eieieiei. Okay, da habe ich jetzt nicht... So, jetzt zuppeln wir ein bisschen, ne? Ja, aber ich muss hier ein bisschen ausholen, so wie es aussieht. Okay. So, Helfer F hat einen vollen Korntank. Das ist entweder der Topliner oder ist es der Holmer. Ich vermute, der Topliner. Der Holmer wird nämlich schon fertig sein und noch keinen vollen Tank haben. Wunderbar. So, jetzt sind wir erstmal wieder an der Getreidefabrik und hier nach der Brücke müssen wir wieder rechts rein. So, ein bisschen langsam. Sehr schön. Ja, die letzte Folge für 2023. Ein interessantes, ein bewegendes, ein spannendes Jahr. Ich denke auch bei euch. Und wir dürfen natürlich wie immer gespannt sein, wie das nächste wird. 2024. So, wir sehen zum Glück die Spuren noch. Dann wissen wir, wo wir einschlagen müssen. Hier müssen wir rein. Ja, ja, da kommt er zum Glück gerade rum. So, und da vorne dürfte doch abtankbereit schon der Holmer stehen und wartet auf uns.
So, dann würde ich doch sagen, wir fahren von hinten ran, oder? Okay. Schwuppdiwupp. Motor an. Rüssel raus. Und flott übergeladen. So, dann schauen wir mal, wo der Deutz. Ja, der Topliner. Okay, klar. Sehr schön, dann tanken wir den auch ab. Dann kann der nämlich auch weiterfahren. Und dann holen wir uns das Erntegerät für die Karotten. Ja, ich glaube, das ist auf dem Wägelchen, auf dem Schneidwerkswagen. So, dann machen wir hier nochmal ein kurzes Vorgewende und dann schicken wir den wieder auf die Reise. Dann kann der hier in aller Ruhe den Rest des Feldes abarbeiten. Und das orangene Teilchen dort vorne, das ist unser Schneidwerkwagen. Rot für rote Beete, orange für die Karotten, weiß für die Zuckerrüben. Und so ein bisschen gelblich eben für die Kartoffeln. Und damit wir ein bisschen das Ganze auch unterscheiden können. So. Nicht hinten an Ecken, muss man immer drauf achten. Heck schwenkt aus. Vorne einklappen. 5,40 Meter ist das Schneidwerk breit, wenn ich noch richtig weiß. Und das ist halt eben für uns die beste Variante im Prinzip hier auf der PlayStation. Was die Modifikationen angeht, die Mods, wie wir hier die neuen Feldfrüchte, ich sage mal, am bequemsten und am schnellsten natürlich ernten können, gerade in der großen Menge. So, dann werfe ich das Gebiss hier auch mal hin, beziehungsweise das Schneidwerk. Wenn man das überhaupt so nennt. So, einmal ablassen. Einmal ablegen. Sehr schön. So, rückwärts schauen aus der Innenansicht geht leider nicht, beziehungsweise wäre nicht von Erfolg gekrönt. So, jetzt machen wir das spaßeshalber mal so. Erstmal aus. Nee, hier müssen wir ausklappen. Ich überlege gerade, ob wir. Ja. Wir werden den jetzt erstmal hier so rum losschicken. Genau, genau, weil da oben haben wir ja diese Schräge und da tut er sich dann sowieso schwer mit dem Wenden. Okay, wunderbar. So, dann würde ich sagen, damit die Produktion auch anlaufen kann, werden wir jetzt erstmal unser Öl zur Produktion bringen, zur Kartoffelfabrik. Oh, hier ist es aber jetzt richtig ruhig.
So, das IT-Runner-System. Der LKW ist nur gemietet. Da müssen wir uns dann auch mal Gedanken machen, weil ich habe jetzt auch festgestellt, der ist jetzt in der kleinsten Motorisierung. Also wenn wir den kaufen, müssen wir den definitiv in der höheren Motorisierung kaufen. Denn wenn der dann voll ist hier mit 30.000 Litern, Dosen und so weiter, dann muss man ganz klar sagen, dann hat er seine Schwierigkeiten, wirklich dann auch von den Arbeitsflächen zu kommen. Ja, also dann kommt er kaum in die Puschen. So, und dann schauen wir wieder. Rechts ist nicht frei. Links ist frei, sehr schön. Und am Dienstag, 2. Januar, geht's dann wieder los mit unserem Livestream von der Galgenberg. Ab 20.30 Uhr werden wir wieder von der Galgenberg streamen. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und zuschaut, wenn wir natürlich ja auch dort weiterkommen. So, hier geht's rein. Stopp mal. Huch, das kam mir jetzt aber ein bisschen knapp vor hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er das so nehmen kann. Ja, sehr schön. Weil interessanterweise gibt es ja eben am Bauernmarkt, da haben wir ja immer das Problem. Haben wir immer das Problem, dass er dort die Sachen nicht richtig annehmen kann. Wir machen Kartoffelchips aus Sonnenblumenöl und ab die Post. Und da bin ich mal gespannt, wie viel macht er? 480 pro Zyklen oder Zyklen pro Monat, so rum ist richtig. Jupp, dann bin ich ja mal gespannt und wir werden natürlich die Chips behalten und hier mit einer entsprechenden Plattform, mit einem Container dann arbeiten, der dann die Chips aufnimmt. Wo kommen die raus? Die kommen hier raus. Ja, das ist aber ein bisschen ungünstig, würde ich sagen. Naja, okay, wenn wir den Container da hinstellen. Ich überlege gerade. Nee, wir lassen es erstmal gut sein. Weil den Container, den brauchen wir jetzt erstmal wieder an unserer Kartoffelfabrik. Quatsch, an unserer Dosenfabrik. Weil dort kommen nämlich die Karottendosen. Und da hat wieder einer die Arbeit erfolgreich beendet. Ja, da kommen wir raus. Hat der eigentlich auch Bim Bim? Ja, der hat auch Blink Blink. Sehr schön. Blink Blink, Blink Blink. Ja, das wird der Drescher sein, der die Arbeit beendet hat. Jetzt würde es mich gerade mal interessieren, aber ich glaube nicht, dass wir Kartoffeln bei uns in den Multifruchtsilo einbinden können, beziehungsweise abtanken können. So, hier am Shop vorbei. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was stehen, nämlich das Schneidwerk für die Zuckerrüben. Das ist natürlich jetzt erstmal für die Zukunft. Zuckerrüben haben wir noch gar nicht angesät. Da müssen wir warten bis nächstes Jahr. Und da bin ich jetzt gerade am Überlegen, gibt es denn hier überhaupt eine Zuckerrübenfabrik? Eine Zuckerfabrik? Ich denke schon, oder? So, dann einmal hier rum. Dann fahren wir durchs Dorf. Am spannendsten finde ich ja tatsächlich diese Klaviermanufaktur hier auf der rechten Seite. Also da bin ich dann auch mal gespannt, ob wir da diese Produktion oder ob wir da auch einsteigen, weil wenn ich das hier so um mich herum hier sehe, so richtige Wälder sind das ja hier nicht, ne? Also das ist ja alles ein bisschen bescheiden. Da müssen wir uns echt Gedanken machen, wenn wir das am Ende machen. Ich denke, das müsste so das Ziel sein für das Ende auf der Zelonka, dass wir auf jeden Fall alle Produktionen haben und tatsächlich überall mal was hergestellt haben. Und ich glaube, in der Klaviermanufaktur, wie der Name schon sagt, werden natürlich Klaviere hergestellt. So, jetzt überlege ich, ja, wir fahren so rum rein. Aber wenn ich richtig weiß, müsste auch noch eine Plattform dort stehen. Die habe ich nur noch nicht hingestellt. Ja, tatsächlich, da steht noch eine. So, jetzt müssen wir wieder hier genau schauen, wie wir das am besten machen. Ups, ohne, dass wir da wieder irgendwo dran fahren.
Haben wir da kein Rücklicht? Nee. So, das oben aber können wir mal ausschalten. Ach, Karottendosen? Der hat hier tatsächlich schon was aufgenommen. So, dann fahren wir hier mal kurz vor. Ach so, ja. Zack, mal kurz bewegen. Und da fliegt wieder alles durch die Gegend. Komischerweise muss man die Dinger erst einmal bewegen, bevor er sie wirklich dann nimmt. Beziehungsweise einmal anfassen reicht auch schon. Hups. So. Okay. Ja, jetzt wird hier fröhlich, fromm und frei hier aufgeladen. Aber aus einem Grund macht der das hier nicht. Wunderbar. Da haben wir doch schon wieder jede Menge Material zum Verkaufen. Da kommt also auch Geld rein. Den machen wir jetzt mal aus. Er ist natürlich fertig. Auch den machen wir erstmal aus. Aus. Ach so, jetzt aus. So, dann fahren wir mit ihm hier. Einmal abtanken. Motor an. Jo, dann können wir den Raps nämlich gleich mal rüberbringen zur Mühle und starten die Rapsölproduktion. So, dann können wir hier schon mal einklappen. Da können wir auch einklappen. So, Delle. Und ich freue mich schon, wenn wir hier mit den großen Dreschern über das Feld fahren, beziehungsweise über die Karte. Denn wir haben ja gesagt, wir machen hier aus diesem ganzen Projekt dann auch zukünftig unser Big Farm-Projekt. Und der Holmer ist ja sozusagen schon mal der Anfang. Weil da können wir jetzt wirklich im ganz großen Stil, können wir hier Kartoffeln, Zuckerrüben, rote Beete, Pastinake und Karotten ernten, die wir dann eben in unsere Produktionen werfen. So, hier ist unsere Mühle. Augenblick. Da müssen wir erst einmal aufmachen. Na, so jetzt. Sehr schön. Na, ist auch interessanterweise ein bisschen weit hinten der Trigger, habe ich so den Eindruck. Wir starten die Produktion Rapsöl. Auf geht's. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Johnny bringen wir jetzt erstmal wieder zurück zum Hof, denn im Moment gibt es da ja wenig zu tun. Denn wir werden jetzt hauptsächlich uns, obwohl ich überlege gerade, wir könnten damit ja schon mal die erste Fuhre abtanken. Karotten, weil dann bringen wir nämlich einen Teil in die Suppenfabrik und einen Teil werden wir nämlich in die Dosenfabrik bringen. Und da er hier auf jeden Fall besser zur Suppenfabrik kommt, schicken wir den dann los, dass er die Karotten zur Suppenfabrik bringt. So. Den Ernter wieder einschalten. Sehr gut. Und den schicken wir dann jetzt erstmal los. Augenblick.
So. Zack. Und zur, wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Da ist sie. Jo, stopp. Und zwar Job erstellen, liefern zur, also nicht Supermarkt, zur Suppenfabrik. Da haben wir sie doch. Okay, und danach bitte wieder zurück zum Feld. Und zwar zu diesem hier. So, okay, mal schauen, ob das funktioniert. Er setzt sich in Bewegung und wird, so wie es aussieht, mitten durchs Sonnenblumenfeld fahren. Naja, okay. So, wir starten mit dem anderen John Deere. Und irgendeiner wird hier blockiert, sehe ich gerade. Ach, das war bestimmt der Johnny hier oben. Okay. So, los geht's. Wir bringen die Kartoffeln in die Fabrik. 100 Stück und 5. Okay. So. Ach du Schande. Ich habe ja hier aus Versehen die Zeit schnell vorlaufen lassen. Heieieiei, sehe ich jetzt gerade. So, dann machen wir natürlich jetzt erstmal dieses. Und dann werden wir über die Nacht, so wie es aussieht, noch ein bisschen ernten. Deswegen ist auch vorhin das Licht beim Holmer angegangen. Das hat mich schon ein kleines bisschen gewundert. So, hier. Ein bisschen ausholen. Und es wird wieder jemand blockiert. Augenblick mal. Wo ist denn er jetzt lang gefahren? Spannend. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Der fährt jetzt natürlich nicht geradeaus. Der will da vorne links fahren und dann fährt er bestimmt wieder gegen die Laterne. Achtung. Ach was. Nee, das wird nichts, oder? Ein bisschen rabiat, würde ich sagen. Ein bisschen arg rabiat. Okay. Aber er hat es geschafft. Sehr schön. So, hier war der Motor aus. Wieso war denn jetzt hier der Motor aus? Da bin ich ja mal gespannt, ob er das wirklich schafft. Aber ist natürlich klar, wenn man mit den Helfern arbeitet, dann sollte man also abfahren lässt, dann sollte man wirklich hier den Verkehr ausschalten. Auch wenn hier der Verkehr relativ gut arbeitet, muss man sagen, so wie auch auf der Galgenberg, da ist ja Neubinnigbrunn, ist ja eine ganz andere Nummer. Da fährt der Verkehr ja ohne, ich sage mal, mit der Wimper zu zucken in unsere Traktoren und Fahrzeuge rein. Also da sind die sehr rabiat, hier halten sie wenigstens ein bisschen Abstand, aber ist natürlich klar. So, wir fahren hier links rein. Aber ist natürlich klar, irgendwann wird es halt zu knapp. Naja, wir sind ja gut versichert. Sodele, dann bringen wir jetzt zum Ende dieser Folge nochmal die Kartoffeln zu unserer neu erworbenen Produktion. Wir stellen jetzt also zukünftig nicht nur Suppen und Konserven her, sondern eben jetzt auch Kartoffelchips mit unseren eigenen Ölen, die wir eben auch produzieren. Wunderschön. So, ich finde es hier alles ein bisschen eng, aber okay, es reicht. Sehr, sehr schön. Da könnten ja theoretisch vielleicht schon die ersten... Nee, noch nicht. Okay, wir laden ab. Und mit dem Bild darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für das Jahr 2023 und hoffe und wünsche euch alles Gute für das Jahr 2024. Rutscht gut ins neue Jahr, Glück und Gesundheit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier zu einer Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.